Heute machen wir etwas richtig Leckeres mit Süßkartoffeln, nämlich eine cremige Süßkartoffelsoße für Pasta. Richtig wohltuend für Magen, Herz und Seele und passt super in die kalte Jahreszeit. Da die Soße so schön cremig ist, mag ich sie total gerne und vom Geschmack her ist sie auch total interessant, richtig lecker, auch am nächsten Tag. Wenn ihr gespannt seid, wie man sie zubereitet, dann bleibt doch jetzt dran und viel Freude beim Videoschauen. Wir beginnen mal wieder mit unseren Hauptzutaten. Eine Süßkartoffel, schön groß. Eine Zwiebel, zwei Knoblauchzehen oder drei, je nachdem wie groß sie sind. Und ungefähr fünf Karotten. Die Süßkartoffel wird geschält und in Stücke geschnitten, genauso wie Zwiebel, Knoblauch und Karotten. Entweder gebt ihr euer Gemüse in eine Schüssel oder gleich in eine ofenfeste Form. Dann kommen ungefähr zwei Esslöffel Öl hinzu, ein neutrales Öl eurer Wahl. Natürlich etwas Salz. Zwei Prisen schwarzer Pfeffer. Und dann etwas Paprikapulver geräuchert. Entweder scharf, wenn ihr das Ganze scharf haben möchtet, oder süßlich mild, wenn es einfach nur geräuchert, schön gegrillt schmecken soll. Ihr könnt natürlich auch normales Paprikapulver verwenden und Chiliflocken, das geht auch. Und dann einmal umrühren. Wenn ihr das Ganze in den Ofen gebt, würde ich euch empfehlen, es auf ein Backblech zu verteilen. Einfach damit es schneller durch ist. Übrigens heizt den Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor und gebt das Ganze dann für 22 bis 25 Minuten rein. Ich gebe das Ganze allerdings in meine heiße Fritteuse. Dort muss ich nichts vorheizen und ich stelle sie auf 170 Grad ein und lasse dann mein Gemüse für 16 bis ungefähr 18 Minuten drin. Schau es mir an, rühre gelegentlich mal um und schau vor allem, ob meine Karotten, die sind nämlich das härteste dort drin, schon schön weich sind. Das könnt ihr einfach mit einer Gabel machen, reinpieksen und schauen, ob das Ganze weich ist. Und wenn ja, kann das raus aus der Heißluftfritteuse oder natürlich aus dem Ofen. In der Zwischenzeit eignet sich es natürlich super, eure Pasta schon zu kochen. Nach Packungsanleitung, ich werde heute Spaghetti machen. Mein Gemüse ist fertig. Ihr könnt sehen, es ist ein bisschen geschrumpft, das macht aber nichts. Wichtig ist, dass es nicht verbrennt, denn sonst wird es bitter. Das Gemüse geben wir nun in ein Gefäß, wo wir es entweder mixen oder pürieren können. Und dann kommen noch ein paar weitere Zutaten hinzu, wie ich euch gleich zeige. Zu meinem Gemüse gebe ich als erstes einen guten Esslöffel Mandelmus. Ein bisschen mehr, schadet nie. Dann ein Schluck warmes Wasser, erstmal weniger und später dann die Konsistenz anpassen. Einen halben Teelöffel Gemüsebrühe bzw. Gemüsebrühpulver. Einen Esslöffel Hefeflocken, um eine käsige Note zu bekommen. Oder auch hier ein bisschen mehr, je nach Geschmack. Und wir brauchen ein bisschen Frische, deshalb etwas Schale einer Zitrone und ein bisschen Saft. Nun das Ganze einmal gut durchmixen, damit wir eine schöne cremige Konsistenz haben. Wie ihr sehen könnt, ich muss definitiv noch einen Schluck Wasser hinzugeben. Übrigens, wenn ihr keinen Mandelmus habt, könnt ihr natürlich auch Mandelsahne oder Hafersahne verwenden. Aber ich finde das Mus irgendwie lecker und damit Wasser strecken. Ich gebe jetzt noch einen Schluck Wasser hinzu und mixe das Ganze nochmal. Wie gesagt, bis die Konsistenz passt. Da hat jeder ja auch so seine eigenen Vorlieben. Manche mögen die Soße ein bisschen cremiger, andere ein bisschen flüssiger. Das hängt natürlich auch immer von der Pastaart ab. Zu Spaghetti mag ich sie ein bisschen fester. Und wenn es Fusilli sind, ein bisschen flüssiger. Ist nicht immer so einfach durchzublicken. Deshalb passt sie einfach so an, wie sie euch am besten gefällt. Für mich ist das jetzt genau die richtige Soßenkonsistenz. Da die Spaghetti noch ein bisschen Flüssigkeit anhaften haben, verdünnen sie dann die Soße auch nochmal und es ist einfach perfekt. Wenn ihr noch ein bisschen mehr Hefeflocken hinzugebt, habt ihr die besten Mac and Cheese, wenn ihr Macaroni auch noch verwendet und wahrscheinlich die gesündesten, die man jemals essen kann. Schmeckt das Ganze unbedingt noch einmal ab, vielleicht muss noch etwas Salz hinzu oder Pfeffer und dann sind wir auch schon mit der Soße fertig. Und dann nur noch eure Pasta nach Wahl mit der Süßkartoffelsoße vermengen, servieren, am besten mit etwas Mandelsplitter, vielleicht sogar geröstet und Petersilie und dann schmecken lassen. Viel Freude beim Nachkochen, ein gutes Geschmackserlebnis. Wenn ihr es noch nicht habt, abonniert gerne meinen Kanal. Und natürlich freue ich mich, euch auch im nächsten Video begrüßen zu können. Bis dahin alles Liebe und tschüss!